10 Gigabit ist es spätestens seit dem Release des TP-Link T1700G-28TQ-Switchs, zu dem ich auch bereits ein Review hochgeladen habe, in Heimumgebungen absolut kein Problem mehr. Aber 40 Gigabit? MikroTik sagt ja und bietet mit dem CRS-326-24S+2Q+RM einen Switch, der für gerade einmal rund 400 Euro 24x10 Gigabit und 2x40 Gigabit Ethernet bietet und dabei nicht einmal sonderlich viel Strom verbraucht. Aber wie es mit dem Setup und der Real-Life-Performance des Switch so ausschaut, erfahrt ihr in diesem Video. Als ich den Switch ausgepackt habe, ist mir direkt neben der doch recht auffälligen Farbe das extrem leichte Gewicht aufgefallen. Jetzt nichts direkt Negatives, aber man sollte mit dem Switch aus doch recht dünnem Blech auf alle Fälle eher vorsichtig umgehen. Das absolute Highlight und der Grund, warum ich mich für den Switch entschieden habe, sind allerdings auf alle Fälle die beiden QSFP Plus Ports an der Front. Diese können wahlweise entweder mit einem Breakout-Kabel zu 4x SFP Plus für mehr 10 Gigabit Anschlüsse oder mit kompatiblen QSFP Plus Kabeln für 40 Gigabit Ethernet genutzt werden. Anfangs habe ich hier versucht Dell und Cisco Kabel zu nutzen, aber naja, was Kabel angeht, ist der Switch sehr picky. Dazu aber später mehr. Der Switch kommt außerdem mit einem redundanten Netzteil daher, wobei das zweite aber nicht zwingend genutzt werden muss. Was ich mittlerweile an dem Switch aber ziemlich hassen gelernt habe, sind die drei Lüfter in dem Switch, welche nicht nur einen sehr penetranten Ton an sich haben, sondern auch trotz der niedrigen Temperaturen oft viel zu hoch drehen. Hier habe ich mir mit Noctur NFA4x20 Lüftern Abhilfe geschafft, welche zwar nicht günstig sind, dafür aber extrem ruhig laufen und der Switch nicht einmal Fehler wirft. Nachdem der Switch dann bei mir im Rack gelandet ist, habe ich natürlich auch gleich angefangen, meine Server an den Switch anzubinden. Eigentlich hatte ich vor, die beständigen Cisco Direct Attached Kupferkabel auch an meinem neuen Switch weiter zu nutzen, aber naja, MikroTik musste mir natürlich einen Strich durch die Rechnung machen. Das Frechste an der Sache ist aber immer noch, dass die Kabel im Webinterface sogar korrekt angezeigt werden, aber egal was man macht, der Switch baut einfach keinen Link darüber auf. Da mir die originalen Kabel von MikroTik doch etwas zu teuer waren, habe ich mich hierfür entschieden, generische Kabel von fs.com zu bestellen, welche dann einige Tage später auch bei mir eingetroffen sind. Um genau zu sein, habe ich hier SFP Plus und QSFP Plus Direct Attached Kupferkabel für die Server und ein aktives Glasfaserkabel für die Verbindung zu meiner Workstation bestellt. Was für das 40 Gigabit Upgrade natürlich auch her musste, sind passende Netzwerkkarten. Meine Wahl ist die auf Mellanox CX353A ConnectX 3NIX gefallen, welche neben 56 Gigabit InfiniBand im Treiber auch auf 40 Gigabit Ethernet geswitcht werden können und obendrein auch recht günstig waren. Eine der beiden Karten ist in meinen Dell R37 XT Server gewandert, welcher bei mir sowohl als VM-Host als auch als SSD-NAS für aktive Projekte dient. Und die zweite ist natürlich in meiner Workstation gelandet. Was meine Workstation allerdings abgesehen von der neuen Netzwerkkarte noch benötigt, um 40 Gigabit Ethernet vernünftig nutzen zu können, ist eine aktivierte Kopie von Windows 10 Pro for Workstation. Grund dafür ist das RDMA-Feature, welches aktuell nur in Windows Server bzw. Windows 10 Enterprise sowie Pro for Workstation verfügbar ist. Dieses ermöglicht den Netzwerkkarten direkt Daten im Hauptspeicher auszutauschen, ohne dass der Prozessor dafür belastet wird. Und ja, bei 40 Gigabit ist es schon ein drastischer Unterschied, beziehungsweise Last, die dem Prozessor abgenommen wird. Neben den dadurch höheren Datenübertragungsraten ist übrigens auch die niedrigere Latenz ein netter Bonus. In der Praxis schaut das Ganze so aus, dass grundsätzlich einmal ein NIC benötigt wird, das RDMA unterstützt und dieses Feature dann auch manuell via PowerShell aktiviert werden muss. Der PowerShell-Befehl dafür lautet Enable NetAdapter RDMA-Name, gefolgt von entweder dem Namen von dem Netzwerkadapter oder einem Sternchen, um RDMA an allen geeigneten Netzwerkadaptern zu aktivieren. Ist das auf Server sowie Client-Seite erledigt, kann es auch schon losgehen.
Crystal Diskmark erreicht übers Netzwerk auf das SSD-Netzlaufwerk rund 3,7 GB pro Sekunde lesend sowie 2,5 GB pro Sekunde schreibend. Das kann sich doch sehen lassen. Mit dem regulären Windows Explorer sind es beim Datentransfer immerhin noch um die 2 GB pro Sekunde in beide Richtungen. Zwar nicht ganz so eindrucksvoll wie die Benchmark-Werte mit Multicore, aber auch mehr als ausreichend für alles, was ich damit so vorhabe. Die 10 Gigabit Performance von dem Switch kann sich auch sehen lassen. Hier bekomme ich beispielsweise zwischen meinem Transcode-Server und SSD-NAS im Crystal Diskmark 1,2 GB pro Sekunde lesend sowie schreibend. Und beim Datentransfer mittels Windows Explorer sind es immerhin noch zwischen 600 und 800 MB pro Sekunde. Zur initialen Konfiguration von dem Switch wird mittels der Winbox-Software über die IP 192.168.88.1 auf den Switch zugegriffen. Der Switch kommt standardmäßig mit RouterOS daher, unter System Routerboard Settings, kann aber auch auf SwitchOS gewechselt werden. Eigentlich hatte ich geplant, bei mir den Switch mit SwitchOS zu nutzen, musste allerdings schnell schmerzlich feststellen, dass sobald der Switch mit SwitchOS gestartet wird, die Lüfter ungeregelt permanent auf 100% laufen, was für mich absolut keine Option ist. Also zurück zu RouterOS. Ich möchte an der Stelle zwar nicht auf das komplette Setup eingehen, aber sollte man den Switch selbst als einfachen Layer 2 Switch nutzen wollen, reicht es eigentlich, diesem als erstes eine IP-Adresse im korrekten Subnet zu geben und Jumbo Packets zu aktivieren, indem die MTU sowie L2-MTUs des Interfaces auf 9000 gesetzt wird. Außerdem haben bei mir die 40 Gigabit Uplinks erst funktioniert, nachdem die Auto-Negotiation auf diesen ausgeschaltet wurde und der Interface-Speed manuell auf 40 Gigabit gesetzt wurde. Ansonsten hatte ich bei diesem Setup keine größeren Probleme mit dem MicroTik. Gibt man sich mit einem Layer 2 Switch zufrieden, ist der MicroTik CRS-326-24S plus 2Q plus RM auf alle Fälle eine Empfehlung wert. Und abgesehen von dem standardmäßigen Geräuschpegel gibt's von meiner Seite bei dem Preis nicht viel zu kritisieren. Ja, die Geschichte mit der Kabelkompatibilität ist nervig und komischerweise bei den kleineren MicroTik-Switches nicht der Fall, aber da die generischen Kabel von fs.com auch problemlos funktionieren, ist es nicht ganz so tragisch. Und man ist somit nicht gezwungen, auf die deutlich teureren First-Party-Lösungen von MicroTik zurückgreifen zu müssen. In dem Sinne, danke fürs Zuschauen, lasst doch einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen oder weitergeholfen hat. Vergesst nicht zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, um kein weiteres Video mehr zu verpassen. Und bis zum nächsten Video. Servus!